doch authentisch, wir sind zwei Züge sind wieder. Hey! Hi! Wir machen heute einen Boyfriend-Tag, Armin und ich. Und dann fangen wir doch jetzt gleich mal an. Wo haben wir uns zum ersten Mal gesehen? Das ist jetzt eine gute Frage, ich weiß es nicht. Doch. Bei meinen Großeltern im Büro. Stimmt. Weil du da gewohnt hast. Ja. Ich war der Nachbar von seinen Großeltern. Und da haben wir uns. Was aber ziemlich egal ist, weil wir uns damals nicht kannten. Ja, aber da haben wir uns gesehen zumindest. Bestimmt. Wie war dein erster Eindruck von mir? Keine Ahnung. Wir kannten uns ja nicht. Kannten uns nicht, genau. Ja. War mir bei ihm auch egal. Aber den ersten Eindruck, wo ich wusste, wer du bist, da dachte ich, zum Depp. Na, danke. Du hast halt irgendeinen Scheiß gemacht. Bestimmt. Ja, nein, du hast keinen Scheiß gemacht. Habe ich Lieblingsdinge, die du total seltsam findest, wenn ja, welche? Nur. Berlin Tag und Nacht. Ja. Ja. Eingefrorene Gummibärchen. Finde ich aber auch gut. Ja, okay, das finde ich selber komisch, aber ich mach das. Ja. Bei dir? Ich finde gar nichts mehr komisch bei dir. Das ist mir eigentlich total egal mittlerweile. Wie lange sind wir jetzt zusammen? Es läuft schon seit Jahren auf jeden Fall. Was ist dir als erstes an mir aufgefallen? Gar nichts. Ja. Du hattest früher einen langen Fingernagel. Mhm. Ja. Das ist mir aufgefallen. Koks immer so viel. Kann man mit dem Fingernagel so klein machen. Welches ist mein Lieblingsrestaurant? Wir reden immer über eins, das wir besuchen wollen, aber ja, es ist nicht dasselbe. Beides in Esslingen und es sind Asiaten. Ja. Aber unterschiedliche. Aber. Ich weiß aber auch trotzdem nicht, wie. Mach mal irgendwas oder so. Ist gut, ich war letztens da. Wir machen da bald mal einen Test bei beiden. Ja. Worüber streiten wir uns am meisten? Müll runterbringen. Müll runterbringen und so Sachen. Wenn Klopapierrolle leer ist und keine neue hingemacht wird. Genau. Aber da streiten wir uns nicht. Ja. Ja, so Haushaltsdinge. Wer hat in unserer Beziehung die Hosen an? Wir beide, würde ich sagen. Ich glaube schon. Oder beide nicht, wenn man so im bildlichen Sinne. Wenn ich TV schaue, was gucke ich am liebsten? Kochsendungen. Und? Berlin Tag und Nacht. Jawohl. Ich nichts. Ja, schau mal, was du schaust. Ja, Armin schaut immer am liebsten, was ich schaue. Nein, also, ich schaue das nicht am liebsten, ich schaue das immer, weil es da ist. Doch, doch. Wie sagt man, lieber vergewaltigt werden als gar kein Sex? Lieber Benni Tag und Nacht als gar nichts? Was esse ich überhaupt nicht? Ich habe gesagt, ich esse das überhaupt nicht, du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Es sind Schupfnudeln. Ich hasse Schupfnudeln. Echt? Also ich hasse matschige Schupfnudeln, wenn die so eklig sind. Ach so, ja. Ich mag nur echt, manchmal ganz große, große Schupfnudeln ist okay. Ja, was esse ich nicht? Schon so ein paar Sachen. Also vegetarische Dinge. Nö, das esse ich. Sachen ohne Bacon? Ich esse nicht so Sachen, die Leute so herzhafte Sachen, die Leute das Brot essen. Sowas mache ich. So zum Frühstück. Welches Getränk bestelle ich immer, wenn wir essen gehen? Wir gehen eigentlich selten essen. Bier. Es kommt drauf an, wenn wir zum Asiaten gehen, dann die bestelle ich. Nein, dann ist White. White. Die kommt White. Ja, und bei dir weiß ich nicht. Asiaten? Litschi ist nicht wieder. Sonst? Keine Ahnung. Welche Schuhgröße trage ich? 44, 45, 43, 42. Ein bisschen größer wie ich. Ich habe Schuhgröße 40, 41. Echt? Ja. Schuhe, die mir nicht passen, die dir passen. Dachte ich. Ja, ich habe ja auch so Skaterschuhe und so, ja, die sind größer. Ich dachte, größer. Und weil ich immer dicke Socken trage. Ja, okay. Welches Talent habe ich? Nichts. Du singt auch manchmal. Aber das kann ich auch nicht besonders. Was würde ich, wenn ich könnte, den ganzen Tag essen? Essen? Gar nichts, weil du den ganzen Tag kochen würdest. Das wird nicht fertig. Ja, und du? Weiß ich nicht. Alles, was ich koche. Welche Cornflakes mag ich am liebsten? Ich frühstücke nicht, aber wenn, dann mag ich so normale Cornflakes mit so Frosting, Zucker-Dings drauf. Wie heißen die? Frosties? Frosties, oder? Ja. Mit dem Tiger? Ja. Kellogg's? Kellogg's Frosties. Ich mag am liebsten diese Taschen, die außen so Getreide und innen so gefüllt mit Nougat oder so. Die mag ich nicht, weil die so schnell matschig werden. Ich mag matschig, aber ich esse das nie. Das ist Welche Musik mag ich am liebsten?
80s Metal. Und du magst alles, was komisch bei anderen Leuten erstmal nicht als Musik ankommt. Ja. Welche Augenfarbe habe ich? Blau, grau, grün. Grün, blau, blau, ja, grau. So. Blau, grau, grün. Ja, das ist doch mal relativ nah dran. Du auch. Ich bin deine Liebste. Okay. Was mag ich nicht an dir? Ich mag alles an ihm eigentlich. Ja. Jede Stelle seines Körpers ist sexy. Wo wurde ich geboren? Ich glaube in Stuttgart. Wo in Stuttgart? Weiß ich nicht. Filderstadt. Bei dir weiß ich nicht. Bist du in Weibchen geboren? Ich weiß es auch noch nicht so genau. Ich glaube, es ist Stuttgart. Mein Bruder ist, glaube ich, mal angekommen. Welchen Kuchen würdest du zum Geburtstag schenken? Mit ganz viel Zuckerguss, Glasur, Smarties, bunten Farben, Gummitieren obendrauf und Sachen drin. Und ich würde dir einen Zwetschgenkuchen schenken. Oh. Toll, voll die Kontrast. Mache ich Sport? Klar, also einmal im Jahr. Wir machen beide viel Sport. Einmal im Jahr. Bald machen wir auch wieder ein Fitnessvideo. Ja, stimmt. Womit könnte ich mich stundenlang beschäftigen? Zocken. Facebook, zocken. Ja. Ja, und du? Zugucken dabei und meckern. Meckern. In welchem Land würde ich gern leben? Dänemark. Ja. Und bei dir? Ich glaube bestimmt irgendwo so Ostblock, wo den ganzen Tag so Musik kommt. Nee. Alu-Antennen oder so. Stahlgewitter. Nee, ich würde vielleicht überall mal gern wohnen. So zum Gucken. Na gut. Ich nehme dich einfach mit. Okay. Welche Sprachen spreche ich? Deutsch. Ganz schlechtes Schwäbisch. Neu. Englisch. Und nix. Ja. Naja, du kannst. Sprachen verstehen hat man. Ich kann Sprachen verstehen, das hat man ja. Ja, Deutsch, Englisch und Französisch ein bisschen bei dir. Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Genauso wie jetzt. In besser. Ja. Ja, aber bei dir auch. Ich mach mal weiter, so ist gut. Wenn jetzt schon. Hey, hat voll Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Was wollen wir als nächstes machen? Schreibt es unten in die Kommentare. Kommis. Kommis schreiben. Ja. Und klickt auf Like. Ich verlinke das letzte Video hier auf Armins Gesicht. Verlinke ich das letzte Video. Ja, das war super. Also. Morgen, nächstes. Morgen machen wir dann die Ein-Wort-Challenge. Yes. Ciao!